Wer kennt es nicht? Das Bügeleisen. Ein Gegenstand, der die Gemüter entzweit und doch sehr wertvoll ist. Doch was verbirgt sich im Inneren? Von außen betrachtet findet sich an der Unterseite eine beheizte Metallfläche. In der Mitte ist ein kleiner Wassertank und an der Oberseite befinden sich ein Drehrad sowie mehrere Knöpfe. Aber schauen wir, was sich unter dem Gehäuse verbirgt. Nach dem Entfernen der wenigen sichtbaren Schrauben sieht man einen Teil der Elektronik. Das Kabel ist mit einer Zugentlastung versehen. Aber wie geht es weiter? An der Außenseite sind keine weiteren Schrauben sichtbar. Wenn man sich das Gehäuse näher ansieht, erkennt man zwei Klammern, die an der Innenseite befestigt sind. Diese können leider nicht von außen geöffnet werden. Also rücke ich mit schwerem Gerät an, um das Gehäuse zu öffnen. Nach dem Öffnen des Gehäuses springt einem eine kleine Steuerplatine entgegen. Da diese vollständig mit einem Harz ummantelt ist, kann ich nur erahnen, welche elektronischen Bauteile verbaut sind. Ein Relais ist das einzige Bauteil, welches eindeutig identifizierbar ist. Mit diesem wird die Stromzufuhr zum Heizelement geschalten. Um die Unterseite vom Gehäuse zu trennen, muss es noch etwas grober werden. Mit dem Drehrad wird die Temperatur eingestellt. Je nach Einstellung entstehen verschiedene Abstände zwischen dem Drehmechanismus und dem Bimetallstreifen. Dieser verbiegt sich bei hohen Temperaturen und sobald der Drehmechanismus berührt wird, schaltet sich die Stromzufuhr ab. Wie ihr seht, ist auch in diesem Haushaltsgerät eine relativ einfache Elektronik verbaut. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Lasst mir ein Like oder Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Macht's gut!